Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden 2. Beim letzten Mal sind wir, naja, aus Versehen mehr oder minder in das königliche Zelt reinmarschiert, nachdem wir entdeckt wurden von Captain Road. Und jetzt möchte er hier suchen. Das ist nicht gut. Das ist nicht nötig. Bitte geht. Ich kann versichern, dass es nur einen Augenblick dauern wird. Danke, Soldat. Ich möchte allein sein. Aber falls durch irgendein Zufall... Ich habe dich gebeten zu gehen. Oder hast du vor, im Schlafgemach einer Lady herumzustöbern? Oh, nein, my Lady. Absolut nicht. Bitte vergebt mir, dass ich Ihre Ruhe störte, Prinzessin. War das gut genug, Herr Spion? Wir haben sie überrascht. Vergebt uns. Nein. Ich vergebe euch nicht, nö. Was meinen Sie? Bitte habt keine Angst. Ich dachte, ich serviere euch etwas Tee, weil ihr eine Weile hier bleiben müsst. Das ist der Stil von Highland. Der Stil von Highland ist Tee? Na gut. Könntest du außerdem das Messer in deiner Hand wegstecken? Oder ist das etwa ein akzeptables Verhalten im Stadtstaat? Naja. Wir haben uns doch schon einmal in der Stadt Kiaro getroffen, nicht wahr? Ich kann mich daran erinnern, dass du etwas sagtest wie, dieses Land hat uns betrogen. Ich kann es ihnen nicht vergeben. So? Und wie ist es jetzt? Hast du uns immer noch nicht vergeben? Nun, ich werde, eines Tages werde ich es wissen. Gut. Jillia, nein, Prinzessin, was machen Sie an diesem Ort? Mein Bruder, Luca Blight, kennt ihr ihn? Oh ja, er ist ein verschlagenes Monster. Komi! Nein. Er hat vielleicht wirklich recht. Ich bin nur seine kleine Schwester und manchmal verstehe ich ihn einfach nicht. Mein Bruder versucht, diesen Krieg auszuweiten und das, obwohl die meisten Menschen in Highland ihn nicht mehr ertragen können. Außerdem, mein Bruder plant etwas wirklich Übles. Bis heute habe ich immer geglaubt, dass ich ihn irgendwie stoppen könnte, aber es sieht so aus, als wäre es jetzt unmöglich. Er würde mir niemals mehr zuhören. Für meinen Bruder bin ich nur noch ein Feind. Es scheint, dass ich nicht die Macht habe, meinen Bruder zu stoppen. Ich habe begonnen, dies zu verstehen. Als Prinzessin und als Frau habe ich Grenzen meiner Handlungsfreiheit. Oh mein Gott. Jetzt gucken wir das auch noch mit rein, sowas. Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe. Der Tee ist kalt geworden. Draußen ist es wieder ruhig geworden. Vielleicht solltet ihr jetzt gehen. Der Tee war köstlich, danke. Lebt wohl. Ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Vielen Dank. Ja. Haha, easy peasy. Bin aber wieder weg. Haha. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es bereits geahnt, dass die Prinzessin gegen Lord Lukas Pläne war. Darum bin ich wachsam geblieben und wer taucht auf? Ihr Jungs. Macht euch bereit, Spione des Status. Okay, jetzt haben wir Ärger. Diesmal werdet ihr nicht entkommen. Tötet sie! Es ist aber so, ja, das haben wir schon mal gehabt, diese Situation. Dann haben wir sie verprügelt und alles war, naja, eigentlich immer noch doof, aber... Ja. Immerhin hat der Pikenier überlebt, ne? Ein guter alter Pikenier. Dann hat ihn Joy mit einem Stock auf den Kopf gehauen und er war tot. Ist dann halt so, ne? Oh. Komm, ich werde sie schon irgendwie stoppen. Ich möchte, dass du läufst. Wenn sie beide von uns hier fangen, wird Nanami, die auf uns wartet, wirklich Probleme haben. Das kann ich nicht tun, Mann. Wir haben keine Zeit zu streiten. Beeil dich. Was machst du denn? Lauf! Was?
Wir haben keine Zeit mehr, Kommi. Lauf! Ich verspreche dir, dass ich nachkomme. Sie werden mich nicht fangen. Beeil dich und renn! Oh, du versuchst uns aufzuhalten, damit deine Freunde entkommen können. Das ist sehr nett von dir, aber leider zwecklos. Halt den Mund. Meine beiden Freunde zu retten bedeutet sehr viel für mich. Leeres Gerede. Wir fangen dich und deinen kleinen Freund Kommi auch. Oh, Rune des schwarzen Schwertes, wenn du wirklich eine der wahren Runen bist, dann gib mir die Kraft, die ich brauche. Okay. Oh, du bist zurück. Du bist zurück hier drüben. Ist alles in Ordnung? Ich hörte lautes Rufen, darum dachte ich, sie hätten euch gefangen. Was denn? Wo ist Joey? Er wird doch nicht... Dort sind sie. Dort drüben. Bald euch. Hä? Was? Was ist denn? Naja, wenn... Kampf ist alles. Dann werden wir uns mal hier wieder auch mit Runenpower durchschlagen. Weil mir natürlich jetzt einfach mein Joey geklaut wurde und ich dementsprechend keinen Kumpel dafür machen kann. Aber wer immer gedacht hätte, dass ein Schild nur dazu dient, zu verteidigen, der liegt hier halt falsch, ne? Kann auch Leute das Leben kosten. Blub, blub, weg. Uff, aber was ist geschehen? Hey, 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 Kommi, wo ist Joey? Was ist mit ihm geschehen? Zuerst müssen wir von ihm verschwinden. Ja. Ich meine, wenn wir das hier nehmen, dann werden wir einfach wieder angegriffen. Also von daher. Hey, warte mal eine Minute. Hier, hier, sie sind immer noch hier. Ah, ah. Ah, ah. Ah, nein, Joey ist... Er ist okay. Ja, er kommt sicher durch. Joey hat immer sein Versprechen gehalten. Warten wir in News auf ihn. Vielleicht holt er uns sogar noch vorher ein. Nicht wahr, Kommi? Na, wollen wir mal hoffen, ne? Wollen wir mal hoffen. Geschubst von einem Baum. Kann ich von hier oben rein? Geht das? Macht das was? Natürlich nicht. Ich meine, theoretisch ist das auch eine selten dämliche Frage, aber trotzdem, ich meine, hätte ja nicht klappen können. Wenn man mich fragt, hätte das klappen können. Ja. Anyway. Zurück im Muse. Also, Joey hat uns immer noch nicht eingeholt. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir Jess aufsuchen? Das wäre der Plan, ne? Ich meine, die Informationen, die wir haben, müssen wir ja trotzdem weitergeben. Theoretisch. Ist er noch hier? Nein. Bist du hier? Heute ist eine wichtige Konferenz, du kannst nicht hinein. Okay. Wir können Jess oder Annabelle nicht treffen. Was machen wir jetzt? Sind Victor und die anderen hier? Na, die sind wahrscheinlich in der Kneipe, ne? Oder sie sind auch Freunde suchen. Obwohl ich da drin deutlich besser bin als die beiden. Ja, ich rekrutiere kleine Mädchen für den Krieg. Immer noch furchtbarer Satz, aber naja. Der wird auch nicht besser. Das ist halt nur die Wahrheit, ne? Komm, hier ist alles in Ordnung. Leona sagte uns, was hier vorgeht. Wir haben uns große Sorgen gemacht. Ja, mit mir ist alles in Ordnung. Du wurdest nicht gefragt. Nur mal so. Aber Joey... Ja, er ist nicht hier. Was ist geschah mit Joey? Also, weißt du... Hat das damals wirklich absolut keiner nachgelesen, was im Deutschen da geschrieben wurde?
Was? Sie haben Joey gefangen genommen? Nun, ich weiß es nicht. Joey sagte, dass er uns folgen würde. Wofür fürchtet er sich denn? Gehen wir zu Jess und fragen ihn, was eigentlich los ist. Aber Jess war nicht da und wir durften nicht zu Annabelle. Keine Sorge, ich zeige euch einen guten Trick. Yay, Tricks. Beide nur im Konvoi? Ich will die nicht im Konvoi, die sollen mitkämpfen. Außerdem merkwürdig, dass sie das jetzt direkt gemacht haben, bevor sie bei uns drin waren. So halber Cutscene-Flair. Ich bin übrigens ziemlich sicher, dass es hier auch bessere Items geben würde zum Ausrüsten, aber hat ja gut so funktioniert, wie wir es gerade gemacht haben. Ne? Was wollt ihr denn hier? Lady Annabelle bereitet sich auf eine Konferenz vor. Pff. Toller Trick. Guter Trick, was? So geht man am besten mit Staatsangestellten um. Gehen wir hinein. Genau, wenn man nicht den Willen kriegt, den man haben möchte, dann verprügelt man die. Und damit kommt man dann weiter. Was soll denn das? Victor und Flick, was ist geschehen? Warum seht ihr so ärgerlich aus? Hey, du! Stimmt es, dass du Commy und Joey geschickt hast, damit sie sich in das Camp von Highland einschleichen? Wartet mal eine Minute, werdet nicht gleich so ärgerlich. Ja, ich bat sie darum. Und nun lass mich los. Annabelle, ich kenne dich nicht so gut, aber ist der Staat wirklich in so schlechter Verfassung, dass er Kinder wie diese als Spione einsetzen muss? Jess. Ich bat sie darum, weil wir zum Sieg über die Armee von Highland wissen müssen, wie viele Vorräte sie haben. Commy, wie viele Vorräte haben sie denn? Für etwa 2 Wochen. Du! Ist das alles, was du... Wichtig ist hier Joey. Was ist mit Joey los? Joey wurde von Highland gefangen genommen. Nun, eigentlich weiß ich nicht, ob er gefangen genommen wurde. Jedenfalls kam er nicht zurück. Bitte rette Joey. Commy, Nanami, ich danke euch dafür, dass ihr uns diese wichtige Information beschafft habt. Außerdem entschuldige ich mich dafür, dass ich euch in Gefahr gebracht habe. Aber ich fürchte, wir können Joey zurzeit nicht retten. Wir haben alle Hände voll zu tun, die Stadt zu schützen. Vergebt mir. Aber... Commy, Nanami, herumstehen und quatschen bringt Joey niemals sicher zurück. 2 Wochen bedeutet, dass sie einen Blitzangriff planen. Nun können wir unsere Strategie auf der Hilltop-Konferenz planen. Vielen Dank, Commy. Warum du? Bitte, keine Gewalt, keine Gewalt. Papagei, Papagei. Wie kannst du es wagen, Söldner? Wir brauchen die Information, um Muse zu retten. Außerdem ist es deine Schuld, dass Lady Annabelle leidet. Was? Hör auf, Jess. Genug, Victor. Ich schätze, dass Söldner wie wir zu dem, was hier vorgeht, nicht zu sagen haben. Gehen wir zurück. Verdammt! Tut mir leid, Commy, wenn wir da gewesen wären. Ich hoffe nur, dass Joey okay ist. Ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Er kommt bestimmt zurück. Es ist schließlich Joey, er kommt schon durch, ja. Du hast recht. Nun, ich werde auf Joey draußen am Tor warten. Tja. Dann gehen wir auch mal hin. Diese Musik, ja. Oh, andere Kameraeinstellung, guck an. Hey, Commy, Joey ist noch nicht zurück. Ich werde noch etwas auf ihn warten. Commy, warum gehst du nicht zurück zu Leona und ruhst dich aus? Wenn er zurückkommt, berichte ich dir. Ich warte mit dir. Das wäre schön. So geht es vielleicht schneller. Nein, wohl doch nicht.
Es ist spät. Komi, du solltest bei Leona warten. Also man kann gehen. Das beeinflusst, glaube ich, nichts. Aber wenn wir da bleiben, dann kriegen wir halt mehr Geschichte. Und das ist immer gut. Ich bleib bei dir. Oh, toll. Hi, du bist auch wieder da. Pelika? Ist alles in Ordnung, Pelika? Ja. Es wird schon alles gut, Liebling. Joey kommt sicher zurück. Möchtest du bei mir warten? Ja, ich meine, im Prinzip. Ja. Ja, mach das, Komi. Wenn Joey zurückkommt, werden wir dir sofort berichten. Was? Nein! Nein! Naja, auch okay. Komi, ich sagte doch, dass ich okay sein würde, aber du musst ziemlich müde sein. Du solltest dich jetzt ausruhen. Goddammit. Komi, hast du immer noch gewartet? Du hättest auf Victor hören und dich etwas ausruhen sollen. Tja, jetzt ist auch egal. Ich verstehe natürlich, wie du dich fühlst. Warten ist harte Arbeit. Aber weißt du was? Es ist besser, einfach davon auszugehen, dass er lebt und es ihm gut geht. Das bewahrheitet sich dann normalerweise. Das stimmt. Er wird zurückkommen. Komi! Komi! Hey, da bist du ja. Er ist zurück. Er kam zurück, wie er es sagte. Hey, sei nicht so aufgeregt. Ich bin zurück, Komi. Ich kam zurück, wie ich es versprach. Willkommen daheim. Danke, Komi. Ich sagte es dir doch, nicht wahr? Ich wusste, dass ich es schaffen würde. Hast du gut gemacht, Flick. Du bist der Beste! Oh Mann, ey. Hey, wie lange wollt ihr beiden denn noch schlafen? Nanami, noch ein bisschen. Weißt du, ich hasse es am Morgen. Los doch, ich weiß, dass es hart war, aber es ist bereits eine Woche her. Du musst dich davon lösen. Los, los doch, gehen wir. Gehen? Wohin? In Joston Hill passiert irgendetwas. Von überall her sind Leute gekommen. Es ist ein Fest, vielleicht sowas ähnliches. Los, gehen wir. Ja gut, sollen wir gehen, Komi? Okay. Und wieder einmal fusioniert die Gruppe zu einer Supergruppe. Moment, ist die Treppe da? Komm ich wieder raus? Hier? Achso, das? Ja, ja, okay. Offensichtlich das. Ah, Mann, ey. Justin Hill ist, glaube ich, irgendwo hier rechts oder so ähnlich. Oder auch nicht? Vielleicht auch links? Also die sagen das so, als müsste ich wissen, wo Joston Hill ist. Das ist mein Problem bei dem Ganzen. Aber das sieht sehr hillig aus. Schön stark. Hey, Victor, was geht? Oh, wollt ihr auch zuschauen? Victor, was ist hier los? Hä? Es ist eine Konferenz der Führer des Stadtstaats von Joston. Dies ist Joston Hill und darum nennt man es die Hilltop-Konferenz. Die Führer der fünf Städte des Staates Muse, South Window, Green Hill, Matilda Knights, what the fuck ist das für ein Name? Und, oh, ich vergaß, jedenfalls sollte es interessant werden.
Interessant. Es ist alles in Ordnung, keine Sorge, du kannst hineinkommen, wenn du bei mir bleibst. Du solltest es unbedingt sehen, dann kannst du deinen Enkelkindern davon erzählen, ich bin sicher. Ja, meine Enkelkinder. Ab hier dürfen nur autorisierte Personen hinein. Ah, das ist eine Frau, egal, sie ist sehr männlich, sie ist sehr, ne? Ich bin Victor, der Führer der Söldner und unter Vertrag mit der Stadt Muse. Die anderen gehören zu mir, lass uns hinein. Warte mal einen Augenblick, zeig mir etwas, womit ich dich identifizieren kann. Hey, erinnerst du dich nicht an mein Gesicht? Mein Gesicht ist genug Beweis meiner Identität. Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht hineinlassen. Was? Ich hoffe, dass du nicht wieder einen deiner guten Tricks verwendest. Wer ist das denn? Ah, du bist... Bist du wirklich Flick? Ja, aber... Du bist der Söldner, der den sie Flick des blauen Blitzes nennen. Bitte geh hinein. Wie kommt es, dass sie mein Gesicht nicht erkennen, aber sich an dich so genau erinnern? Was soll ich das denn wissen? Okay. Furchtbare Musik, alles klar. Also wirklich furchtbare Musik, wenn man mich fragt. Die Bürgermeisterin der Stadt Muse, Lady Annabelle. Und Anhang. Wir sehen uns dort drüben einmal um. Aus dem Weg, Mädchen. Du Idiot, was machst du denn? Entschuldigen Sie, my Lady, ich glaube, er war etwas übereifrig. Könnt ihr uns noch einmal vergeben? Nein. Ich meine, ja. Was machst du da, Camus? Ich mache nur meine Arbeit als Ritter. Hast du ein Problem damit? Es ist okay. Das ist gut. Würdest du mich bitte entschuldigen? Beeilen wir uns, Camus. Es ist auch Aufgabe eines Ritters, pünktlich zu kommen. Hey, Kirby, Joey, habt ihr nicht gehört? Er nannte mich Lady. Anführer der Matilda-Ritter und der weiße Ritter Lord Gorudo. Hey, es geht los. Repräsentierender General der Stadt Two River, Lord Mackay. Amtierender Bürgermeister der Stadt Greenhill, Lady Teresa. Bürgermeister der Stadt Tinto, Lord Gustav. Bürgermeister der Stadt South Window, Lord Granmire. Kommandeur der Streitkräfte der Stadt Muse, Lord Hauser. Entsprechend dem Vertrag des Staates Joston beginne ich hiermit die Hilltop-Konferenz. Die Armee von Highland ist an unserer Grenze aufmarschiert. Sie haben nur für 2 Wochen Vorräte mit sich. Wir vermuten daher, dass sie bald angreifen werden. Die Armee von Highland hat bereits den östlichen Teil von Muse erobert und mehrere Dörfer auf dem Weg niedergebrannt. Die Armee von Highland hat bereits den östlichen Teil von Muse erobert und mehrere... Warum sagen wir das zweimal? Hat Highland nicht diesbezüglich geantwortet, dass es ein Trick vom Bergbanditen gewesen sei? Glaubst du wirklich, dass die Söldnerarmee von Victor von einer Gruppe Bergbanditen besiegt werden könnte? Du kannst nicht leugnen, dass die Armee von Highland an der Grenze aufmarschiert ist. Es ist eine Tatsache und stellt eine Bedrohung des Stadtstaats dar. Die Armee von Highland ist früher bereits in die Nähe der Grenze gekommen und sie haben noch niemals wirklich angegriffen. Warum sollte es diesmal anders sein? Der Kommandeur der Armee von Highland hat gewechselt. Statt Agaros Blight ist jetzt sein Sohn Prinz Luca Blight an der Macht. Darum ist alles anders. Oh. Du kannst also deine jährliche Getreidesteuer für 3 Jahre nicht bezahlen, aber dein Mund arbeitet immer noch einwandfrei, sehe ich. Wie kannst du es wagen? Es ist genau so, wie Lord Gustav es sagte. Sie werden beim ersten Anzeichen eines Krieges bereits laufen. Ich werde hierfür jedenfalls nicht meine Ritter in die Bresche springen lassen. Die Bevölkerung von Two River ist auch von den vielen Kämpfen müde.
Nuka Blight ist mehr Dämon als Mensch. Wenn er durch die Verteidigungslinien von Muse bricht, wird der Staat zusammenbrechen. Im Namen unseres gegenseitigen Eides befehle ich euch, die notwendigen Truppen zum Schutz der Stadt Muse, der Hauptstadt des Stadtstaates Joesten, bereitzustellen. Ich fürchte mich nicht vor deinen Drohungen. Was nützt es, wenn ich Muse schütze und meine Leute die Bevölkerung von Tinto verhungert? Das ist ein Befehl im Namen dieses Staates. Du solltest sehr genau aufpassen, was du sagst, Lord Gustav. Entschuldigung. Ich habe die allerneuesten Nachrichten. Die Armee von Highland hat unseren Grenzposten ermordet und marschiert auf Muse zu. Was? Es sieht so aus, als wäre es ihnen diesmal ernst. Ihr habt es alle gehört. Ich befehle euch, eure Armee zu versammeln. Habe ich aber keinen Bock drauf. Oder so. Okay, gehen wir zurück. Es war eine wunderbare Konferenz. Hat wieder mal gezeigt, wie gut Leute zusammenarbeiten können. Und vor allen Dingen, wie toll Eide funktionieren. Ich meine ja nur. Also, das war wirklich interessant, nicht wahr? Meinst du wirklich? Für mich sahen sie aus wie ein Haufen alter Männer, die ein Schwätzchen hielten. Ich schätze, du hast recht. Mann, ich bin schon allein vom Sitzen müde geworden. Gehen wir zu Leonas Taverne. Ja. Grenzposten tot und alles so. Ein bisschen uncool. Aber naja, passiert. Muss man als Grenzposten mit rechnen, dass man ermordet wird. Das ist der Lauf der Dinge. Richtig abgewogen. Ja, richtig abgewogen. Ja. Hey, was für eine Überraschung. Ich habe die Konferenz auch angesehen. Das war hart, aber du hast dich wacker geschlagen. Nun, das ist Teil meiner Arbeit. Niemand gibt einem voll Unterstützung, aber niemand möchte auch, dass ein anderer von Highland zerstört wird. So, was ist denn nun das Ergebnis? Ihr seid doch nicht hergekommen, um ein Schwätzchen zu halten. Warum ist Pelikan dabei zwei Mates? Naja. Victor, ich brauche jemanden, der die Armee von Highland aufhält. Es wird etwa 7 Tage dauern, ehe wir alle Streitkräfte des Staates gesammelt haben. 7 Tage? Aber die Armee von Highland wird hier in 5 Tagen eintreffen. 2 Tage wären genug. Bitte schaff uns für 2 Tage Luft. 2 Tage? Wir können außerhalb von Muse kämpfen und ihnen vielleicht etwas blutige Nasen verpassen. Ja, ich traue mir zu, dass ich sie dir 2 Tage vom Hals halten kann. Du wirst dich niemals ändern. Du forderst die verrücktesten Sachen, als ob es ein Spaziergang wäre. Diese Idee, dass wir allein Luca Blight stoppen könnten. Ich zähle auf dich, Victor. Also wir erwarten, dass Verstärkung von Matilda Knights früh eintrifft. Nun, wenn es dir gelingt, sie zu bremsen, glaube ich, dass ich es schaffen kann. Danke, mein Lieber. Nun, hey, das ist meine Arbeit. Außerdem könnte ich eine Bitte von einer so schönen Dame wie dir ohnehin nicht abschlagen. Smooth. Bitte lass uns mit dir kämpfen. Joey, Kami, es war ein Fehler von mir, euch Jungs in diese Angelegenheit zu verwickeln. Vergebt mir. Aber ihr braucht jetzt wirklich nichts weiter zu machen, als was ihr bereits getan habt. Dies ist ein Problem für uns Erwachsene. Nein, wir wollen kämpfen. Wir wollen dir helfen, die Armee von Heilen zu bremsen. Kami, du kämpfst doch auch. Natürlich. Komm, Joey, Nanami, dass ihr mir nur nicht getötet werdet. Wenn der Kampf vorüber ist, kommt zurück und besucht mich. Ich werde euch alles über Meister Genkaku erzählen. Okay, ja. Nun, ich muss zurück. Victor, leiste gute Arbeit für uns. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Ja, du hast sicher recht. Hey, wach auf, Komi und Joey, es versammeln sich alle draußen. Ich bin schon wach, Nanami. Um ehrlich zu sein, ich konnte nicht schlafen. Alle treten der Gruppe wieder bei. Okay. Das war's allerdings für heute. Soweit ich weiß, kann ich jetzt speichern. Jedenfalls kann ich gleich speichern. Ich werde gleich speichern können.
Die Vorhut der Armee von Highland ist schon nah. Wenn wir sie schlagen können, haben wir unsere erste Aufgabe erledigt. Unsere Aufgabe ist es nicht, die gesamte Armee von Highland zu besiegen. Wenn wir sie aufhalten können, ist das bereits genug. Aber denkt daran, wenn wir Muse nicht schützen können und die Stadt an Highland fällt, ist alles vorüber. Also kämpft mit ganzem Einsatz. Bereitet euch alle auf den Kampf vor. Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, gehen wir. Ja. Also speichern wir. Und beim nächsten Mal gibt es dann mal wieder eine Schlacht. Die dritte Schlacht, die wir schlagen können. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.